Afrika, Algerien, Sidi Belabis. 100 Jahre das Herz der Legion, das Mutterhaus sozusagen. Aus 52 Ländern kamen die Soldaten. Hier wurden sie gedrillt. Wo kommen sie her, die Legionäre? Fast alle sprechen ein wenig Deutsch. Was ist Nationalität? Ich bin Monegask. Monegask. Ich bin Italienisch. 13 Jahre Service in Legion. Ich bin Schweizer aus Genf und schon 12 Jahre hier. Ich komme aus Russland mit der deutschen Truppe. Na, gleich zum Legion. Belgier, 6 Jahre Service. Ich bin Däner und ich habe 4,5 Jahre Service. Wo kommen Sie her aus Dänemark? Aus Kopenhagen. Kopenhagen, danke. Sono italiano, mi trovo bene, ci offriere il servizio. Ich bin Belgier mit 4,5 Jahre Service. Ich bin Ungar, 14 Jahre Service. Ich schweiz, 4 Jahre Service. Die Speisekarte der Restaurants in Sidi Belabis ist international. Die Cafés servieren die letzten großen Fußballspiele. Das ist Sidi Belabis, eine geruhsame Kleinstadt. Boulevards, Palmen und Parkbänke. Die Legionäre beantworten erstaunlich offen neugierige Fragen. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Harald Linde und komme aus Karlsheim bei Stuttgart. Und warum sind Sie in die Legion gegangen? Ja, ich bin in die Legion gegangen, weil das ein unüberlegter Lausbubenstreich war. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Werner Pickel, ich komme aus Dresden, aus der Ostzone. Und ich bin in die Legion gegangen aus Abenteuerlust. Sind Sie auf Ihre Kosten gekommen? Bestimmt. Ich war in Indochina, Ägypten und hier in der Algerie. Der wahre Grund liegt meist tiefer. Unfähigkeit, sich einzuordnen, das Versagen in einer persönlichen Krise, Flucht vor dem eigenen Ich. Herr Gutkorn, Sie sind 1960 aus der Fremdenlegion desertiert. Warum? Ich konnte die Schikaniererei verschiedener Unteroffiziere nicht mehr ertragen und vielmehr die Androhung, noch mich auf die Strafkompanie zu schicken. Hätten Sie etwas dazu zu sagen? Ja. Die Härte ist natürlich sehr stark in der Ausbildung, aber meiner Ansicht nach berechtigt. Ich möchte da einige Gründe anführen. Erstens einmal wird der Legionär meistens in Tropengebieten eingesetzt, in Kolonien. In den Tropen spielt wahrscheinlich der grausamste und schmutzigste Krieg auch, nämlich der Guerillakrieg. Für den Soldaten, der nun dort eingesetzt wird, gibt es ein Hauptproblem, nämlich Überleben. C'était le travail, vous continuerez tout seul, la Katoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die meisten jungen Leute hier, die exerzieren, sind Deutsche, nicht? Das kann man nicht sagen. Bei uns in der Einheit haben wir ungefähr 40% von den jungen Legionären, die ihre Ausbildung machen. Und die anderen kommen aus ganz Europa. Wie machen sich die jungen Deutschen im Verhältnis zu den anderen Jungen? In letzter Zeit können wir ein ungeheures Changement, einen Unterschied zwischen den jungen Deutschen, die vielleicht vor 5 oder 6 Jahren zu uns gekommen sind, und denen, die jetzt in der letzten Zeit engagieren. Man muss feststellen, die alten deutschen Prinzipien, die wir hier so gut eingeschätzt haben, Gehorsam, Sauberkeit und Ehrlichkeitsgefühl, die sind in letzter Zeit etwas in Schatten gestellt worden. Worauf führen Sie das zurück? Ich glaube, wenn ich an unsere alte gute Zeit denke in Deutschland, das gute deutsche Bürgertum, das kann sich mit dem Wirtschaftswunder in Hinsicht moralischer Ausbildung und Jugenderziehung nicht ganz... Die guten Kameraden feiern Abschied. Einer von ihnen verlässt die Legion. Das Unteroffizierskorps besteht zu 30% aus Deutschen. Ehemalige SS-Angehörige sind selten geworden. Hauptmann von Borsikowski ist heute im Ruhestand. Seine Familie lebt. Er war hierher gekommen und ich habe ihn nach Belabis geführt, zu 59, zu unserem großen Kamerunfest. Und das hat ihm wunderbar gefallen. Er war einfach ganz gerührt durch alles, was er gesehen hat. Man hat ihm alles gezeigt. Und er hat mir nachher, wo ich ihn gefragt habe, nicht wahr, was er von dem Sachladen denkt, hat er mich gerührt, Alloch. Denn er hat noch besser... Keine Armee, eine Religion.
Einmal im Jahr, am 30. April, entfaltet die Legion ihre ganze mythenbildende Kraft. Es ist der Jahrestag einer verlorenen Schlacht in Mexiko. Die Feier zum Gedächtnis eines Himmelfahrtskommandos. Erzherzog Maximilian von Österreich soll Kaiser von Mexiko werden. Die Legion leistet Schützenhilfe. Unter Hauptmann d'Anjou kämpfen 65 Legionäre gegen die Übermacht von 2000 Mexikanern. Nur 5 kamen mit dem Leben davon, die anderen fielen. Die feierliche Prozession gilt dem verlorenen Haufen von damals. Sie tragen eine grausige Reliquie, die Armprothese des toten Hauptmanns von d'Anjou. Am Straßenrand die Veteranen der Legion. Sie blieben in Algerien. Sie wollten nicht oder konnten nicht zurück nach Hause. Die französische Bevölkerung dieser Stadt liebt ihre Legionäre. 99 Mal wurde das Kamerunefest hier gefeiert. Jeder weiß, dies ist das letzte Mal. Für Sidi Bel Abbès geht eine Ära zu Ende. Mitten durch die Stadt verläuft die Front. Niemandsland zwischen den Vierteln der Europäer und der Araber. Eine tote Zone. Die Zone der Plastikbomben bei Nacht. Nacht der Legion. Es ist der 30. April 1962. Im Hof der alten Kaserne gibt die Legion ihre Abschiedsvorstellung. Sie spielt sich selbst. Ihre eigene, grausige, ihre heroische Geschichte. Die Selbstdarstellung ist aufschlussreich. Sie verrät etwas von der Lust am Untergang.